Ja, vielen Dank. Schön, dass Sie bis zum Ende durchhalten. Wir haben heute wahnsinnig viel über spannende Technik und schöne Protokolle gehört. Ich muss gleich sagen, wir haben nicht auf optimale Eleganz gesetzt, sondern das Projekt war so ein bisschen quick and dirty. Liegt ein bisschen daran, wie es entstanden ist. So, geht der jetzt? So, also das sind die beiden Gründer vom Startup Wolfwagen. Zwei Brüder. Man sieht am Alter, dass die in sehr jungen Jahren damit angefangen haben, dieses Produkt zu bauen. Und dementsprechend haben die halt einfach gemacht, was sie selber so kannten oder im Internet gegoogelt haben. Und schöne Architektur oder die perfekten Protokolle. Die sind da nicht zufällig dabei rausgekommen. Ich möchte aber trotzdem sagen, ich habe sehr viel Respekt vor dem, was Sie geschafft haben. Ich bin erst dazugekommen zu diesem Projekt, als schon quasi alles stand. Ich habe vorher 3 Jahre Java Softwareentwicklung gemacht, bin jetzt seit 1,5 Jahren hier dabei. Das ist aber nicht mein Vollzeitjob. Vollzeit arbeite ich am Bosch IoT Lab in der Schweiz. Und dieses Startup mache ich nebenbei als Backend-Entwickler. Für mich jetzt zur Orientierung, wer von Ihnen verbringt den größeren Teil seiner Zeit mit Software Engineering? Quasi alle. Okay, ich erzähle so ein bisschen, wie dieses Projekt von einem ziemlichen Hack zu ein bisschen geplanter Softwareentwicklung übergegangen ist. Viele von Ihnen werden natürlich das meiste im Berufsleben täglich praktizieren, was ich jetzt als große Errungenschaft präsentiere, aber so ganz trivial war es nicht. So, also was ist das Produkt? Die Hardware sehen wir hier links, eine Bienenstockwaage. Also das ist dieser Unterbau unter den Bienenkorb. Das heißt, der Imker stellt seine Bienen auf diese Waage. Und die Waage misst verschiedene Parameter und überträgt die dann per GSM-Netz zu einem Server, der dann per Web-App die Daten grafisch darstellt im Wesentlichen. So, ich habe das auch hier verlinkt. Wir können da mal reinschauen. Vielleicht. Also, das ist die Web-App. Wir haben hier mal 3 Wagen angezeigt, die gehören dem Startup selbst. Das heißt, die Daten dürfen wir auch ohne weiteres vorführen. Hier sehen wir also Live-Messwerte, Gewichtsänderungen, die Temperaturschwankung am Standort. Und der Anwender, ich habe jetzt so ein bisschen Angst, was passiert, wenn ich hier draufklicke, weil der Resolving Host sagt. Kurz. So, ich kämpfe noch mit dem WLAN. Connecting everything. Okay, schade, schade. Was ich zeigen wollte, da gibt es dann eine stundengenaue Auflösung, wo ich sehe, wie die Bienen Honig in den Bienenstock reintragen und ich kann dann genau feststellen, ob an dem Standort, an dem die Bienen gerade stehen, noch genügend Futter für die Bienen verfügbar ist oder ob ich als professioneller Imker die Bienen vielleicht an einen anderen Standort transportieren sollte, um die Ausbeute zu optimieren. Genau. Immer noch keine Connection. Ich habe hier mal vorsichtshalber schon 2 Diagramme mitgebracht. Also wofür brauche ich das überhaupt? Hier ist ein Monatsverlauf letzten Sommer. Wow, super, das probiere ich mal.
Dankeschön. Gut, also das ist der Verlauf vom Juli letzten Sommers. Warum sehen wir hier was Spannendes? Nun, es hat nie geregnet. Die Temperaturen waren sonnig warm. Und trotzdem hat sich der Gewichtseintrag hier in den zwei Bereichen völlig unterschiedlich entwickelt. Das heißt, was passiert ist, hier war in der Umgebung von dem Bienenstock noch genügend Blüte vorhanden. Die Bienen waren fleißig, haben jeden Tag einen Kilo Honig nach Hause getragen und dann war die Blüte vorbei. Und dann kam nichts mehr. Ein Profi-Imker hätte an der Stelle darauf reagiert und hätte die Bienen dann an einen anderen Standort verfrachtet, um die Ausbeute zu maximieren. Also Profi-Imker sind ein Teil unserer Zielgruppe, die machen das einfach aus kommerziellem Interesse, um möglichst viel Produktion bei ihren Bienenstöcken zu haben. Der zweite Aspekt ist vielleicht das Wohlergehen der Bienen selbst. Hier versteckt sich auch was Spannendes. Und zwar ist es jetzt im März, also in der Ruhephase der Bienen. Und was wir sehen ist, die Bienen verbrauchen nicht viel von ihren Vorräten, außer wenn es warm wird. Na, da waren zwei so Bereiche, wo die Temperaturen wärmer waren und die Bienen sind aktiv geworden, haben aber nichts gefunden an Nahrung. Das heißt, sie haben Energie verbraucht und keine neue gefunden. Bei unseren milden Wintern, wie wir sie in letzter Zeit haben, ist das ein echtes Problem, weil die Bienen in gewisser Weise durch einen milden Winter verhungern können, wenn sie zu oft in ihrer Winterruhe aufwachen. Und der Imker reagiert, indem er ab einer gewissen Gewichtsschwelle die Bienen füttert. Ja, also wenn eine gewisse Gewichtsschwelle gerissen wird, kann unsere App eine Benachrichtigung schicken und dann kommt der Imker vorbei und bringt im Wesentlichen Zuckerwasser, damit die Bienen das über den Winter schaffen. So, also das sind zwei Use Cases. Und was technisch so dahinter passiert, will ich jetzt in den nächsten 30 Minuten erzählen. So, kurz zur Hardware. Ja, die Auflösung ist nicht wahnsinnig hoch. Das ist die erste Iteration der Hardware. Es ist nicht kompliziert. Da ist in der Mitte so eine kleine Box, Wasser abgedichtet, wo ein Mikrocontroller ist da drin und eine SIM-Karte fürs GSM-Netz mit einer GSM-Antenne und unter diesen Metallbügeln verbergen sich Wägezellen, also zwei Stück, und die Waage misst in gewissen Intervallen das Gewicht, speichert das erstmal zwischen und überträgt dann ein, zwei, dreimal pro Tag per GSM die Daten. Wir übertragen nur so selten, weil das Energie und auch Bandbreite spart. Ja, also diese SIM-Karten, die sind Prepaid-Karten mit so einem Machine-to-Machine-Tarif und in dem Modus, wo ich nur ein oder zweimal am Tag übertrage, kann ich mit 10 Euro Guthaben ein ganzes Jahr senden. Und auch die Batterie hält quasi ein Jahr. Was für die Anwendung natürlich sinnvoll ist, weil die Bienen meistens an Standorten stehen, wo es keinen Stromanschluss und auch sonst kein Netz gibt. So, genau, die erste Version war noch handbestückt. Das ging aber dann ziemlich schnell über in maschinelle Bestückung. Und diese Version hatte 5 Stunden Montageaufwand. Das sage ich mal dazu, um ein bisschen aufzuzeigen, wohin wir optimiert haben. Die Stückzahlen für diese erste Generation, die waren noch so niedrig, dass 5 Stunden völlig in Ordnung war. In der nächsten Iteration kamen dann mehr Sensoren dazu und der Trick war, die Sensoren nicht selbst zu bauen, sondern Consumer-Hardware zu verwenden. Das ist so eine kommerzielle Wetterstation, wie es bei Konrad verkauft wird, die per Funk von draußen irgendwie Luftfeuchtigkeit und Temperatur und Ähnliches reinfunkt. Und wir haben einfach einen Funkempfänger in dem Kasten, der dieses Protokoll versteht und dann eben auch mit aufzeichnet. Wir haben
eine zweite große Änderung, und zwar die Wägezellen. Das haben wir leider erst im Betrieb festgestellt. Der erste Hersteller aus Fernost, der hat Wägezellen geliefert, die nicht so gut mit niedrigen Temperaturen klarkamen. Das heißt, im Winter gab es eine Temperaturdrift, was man daheim beim Testen wahrscheinlich erstmal nicht feststellt, dass die bei Minusgraden einfach falsche Gewichte anzeigen. Jetzt ist es ein deutsches Produkt, das irgendwie auch in der Kältekammer kalibriert wird. Montagezeit war immer noch 5 Stunden. Und in dem neuesten Modell haben wir jetzt irgendwie die Geometrie deutlich vereinfacht und es geht jetzt in 2 Stunden. Werden aber immer noch irgendwie vom Team quasi in der heimatlichen Garage so geschraubt. Was auch neu ist, Josh wird morgen darauf hinweisen, dass es gar nicht anders geht, dass man nie ein Device anders ausliefern dürfte, ist, wir können jetzt auch Firmware-Updates over the air einspielen. Die anderen Wagen, die bis zu diesem Jahr verkauft waren, die hatten einfach eine Firmware bei der Auslieferung und die haben sie heute noch. Wir haben keinen Kanal, außer wirklich mit der Post nach Hause schicken und in der Garage neu flashen. War auch so ein Lernprozess, dass es so nicht gut geht. Gut, so viel zur Hardware. Was wir hier also sehen, sind die verschiedenen Sensoren. Es gibt diese Wetterstation, es gibt einen Sensor, der die Temperatur im Inneren des Bienenstocks misst, Niederschlag und die Gewichtssensoren. So, das habe ich ja schon kurz vorgeführt, unser Web-Frontend. Die wesentlichen Features, klar, die Diagramme, wir können das in verschiedenen Formaten exportieren. Und was unsere Nutzer auch sehr gerne mögen, ist das Ding als eigenen Container in ihre, also als iFrame in ihre eigenen Homepages einbetten. Ist nicht viel Aufwand gewesen, das zu implementieren, aber ist scheinbar eine beliebte Anwendung. So. Wir haben auch noch ein paar Wettbewerber angebunden, die quasi die gleichen Daten liefern, können wir auch anzeigen. Ich erzähle das deshalb, weil es damals irgendwie quasi die erste Web 2.0-Applikation war, die Bienenstockdaten so anzeigen konnte. Es gab andere Produkte, die hatten Standalone-Applikationen, die auf einem Desktop-PC liefen, und die meisten Imker, die sind ja dann doch sehr mobil und wollen das im Feld nutzen, deshalb war das irgendwie ein Wettbewerbsvorteil. Inzwischen haben natürlich alle anderen Hersteller das auch. Wie bin ich dazu gekommen zu dem Projekt? Der ursprüngliche Webentwickler ist ausgestiegen und es gab quasi ein Jahr unbearbeitete Feature-Wünsche. Und der Modus operandi war ein bisschen, wenn was zu ändern war, hat sich jemand auf dem Webserver eingeloggt und hat dort die PHP-Dateien editiert. Das erste, was ich gemacht habe, ist den Webserver ein bisschen verriegeln und Accounts dicht machen und 2 Kopien von dem System erstellen für Qualitätssicherung und für die Entwicklung. Wir sind auch noch auf mächtigere Hardware umgezogen, weil einfach die Performance nicht mehr gepasst hat. Ist jetzt nicht überraschend. Ich denke, Enterprise Softwareentwicklung funktioniert immer so. Das machen wir nicht direkt auf Produktion, sondern wir haben irgendwie ein Code-Repository, in unserem Fall SVN, wo wir nicht direkt auf die Server gehen, sondern erstmal alles dort einchecken. Wir haben eine Checkliste definiert, wir machen Releases und wir können die Produktionsdaten in die Testsysteme kopieren. Das war irgendwie vorher eher so, dass man wirklich die Hardware genommen hat und die Waage auf einen anderen Rechner umprogrammieren musste, um überhaupt an Testdaten zu kommen. Das können wir jetzt einfach geskriptet simulieren. Gut. So, ja, das war so, was ich durchgesetzt habe als Entwickler. Es war nicht unbedingt populär, vor allem
Kundenwünsche ablehnen ist nie populär. Und dass niemand auf den Server darf und dort editiert, ist auch nicht populär, aber es hat für die Stabilität sehr geholfen. Ja, Branches für die Entwicklung, ich denke, das macht jeder. Außer man ist ein kleines Startup und hackt noch in der Garage daheim. So, hier ein Tool. Ich rede gerne auch über ein paar Tools. Weil wir ja nicht so wahnsinnig viel Umsatz machen, können wir uns keine teuren Lizenzen leisten. Aber so ein bisschen sowas Ähnliches wie die Atlassian-Tools wollten wir auch. Deshalb haben wir hier Trello ausprobiert. Da kann man auch sowas wie ein Scrum-Board draufpacken, um zu sehen, wo das Team gerade steht und was in Bearbeitung ist. Würde ich persönlich empfehlen, wenn jemand sehr leichtgewichtig mal Scrum ausprobieren will oder sowas Ähnliches, Kanban. So, was haben wir sonst noch für Tools? Die Server-Monitoring war sehr wichtig. Komme ich auch gleich nochmal drauf, dass wir mit der Verfügbarkeit so ein kleines Problem hatten. Und da hilft natürlich nur automatische Benachrichtigung, obwohl die Kunden auch sehr gut funktionieren als automatische Benachrichtigung. Eine einheitliche IDE und statische Code-Analyse. Ich hab 20.000 Zeilen Code geerbt und die sind auch so in Produktion gelaufen, aber es ist doch spannend, was statische Code-Analyse da alles noch drin findet und was auch noch so an Bugs auftritt. Schauen wir mal, also ja, das ist jetzt an sich nicht so aussagekräftig, aber wer von Ihnen verwendet keine Tools zur statischen Code-Analyse? Gut, dann denke ich, brauche ich da nicht drauf eingehen. Also für mich war es gut, um einfach mal ein bisschen Überblick über die Codebase, die ich da so über den Zaun geworfen bekommen habe, zu bekommen. Und dann haben wir uns natürlich dran gesetzt, von oben nach unten hier die Issues abzuarbeiten. Gut, also Verfügbarkeit. Wir haben in diesem ersten Halbjahr, in dem ich da war, immer so ein bisschen Firefighting gemacht. Wir waren für meine Begriffe viel zu oft offline und so Kunden, die doch also vor allem Privatkunden, die eine signifikante Summe für Hardware gezahlt haben, die greifen wahnsinnig schnell zum Telefon, wenn das Ding nicht läuft. Also teilweise in dem Bereich 5 Minuten, da hilft dann leider auch kein Server-Monitoring mehr. Kurz zum Thema Sicherheit. Die Hardware, die wir draußen haben, die ist natürlich nicht besonders performant. Dementsprechend haben wir jetzt keine raffinierten kryptografischen Verfahren. Der macht noch nicht mal irgendwie ein HTTPS. Der macht kein Handshake, sondern der redet direkt Plain Text mit dem Server. War für die ersten Versionen kein Problem, weil das Device war nicht schreibbar und der Server, der hat dann entsprechend validiert und Daten verworfen, wenn sie nicht unserem eigenen proprietären Protokoll entsprochen haben. Dass das Ganze dann irgendwie manipulierbar ist, haben wir in Kauf genommen. Also wenn jemand die Daten, also die Struktur kennt, kann er uns theoretisch auch gefälschte Sensordaten schicken. Aber wo wir ein Sicherheitsproblem gesehen haben, war auf der Serverseite. Und zwar nicht unbedingt in dem Teil, der IoT-spezifisch war, sondern in dem Moment, in dem wir unseren öffentlichen Webauftritt auf der gleichen Maschine hatten wie das Backend für die Geräte. Also WordPress würde ich vielleicht für den professionellen Einsatz nicht empfehlen. Das ist ein Auszug aus dem Log, das ist uns mehrfach passiert. Man sieht es an den Timestamps, das läuft hier innerhalb 2.27 Uhr bis 2.28 Uhr, kommt so eine Serie von Requests und ich weiß nicht, wie das geht, aber auf jeden Fall war es möglich, ein Theme zu installieren auf dem Server. Die IP, die hier vorne zensiert ist, die
wurde in der Ukraine verortet. Und dieses Theme hatte eine spannende 404 PHP. Ich weiß nicht genau, was die macht. Aber wir haben es gemerkt, weil wir auf jeder Blacklist, also Spam-Blacklist der Welt gelandet sind. Und weil natürlich auch die CPU-Auslastung ganz schön nach oben ging. Also für mich ein Fazit, öffentlichen Internetauftritt und die Produktionssysteme würde ich auf jeden Fall trennen. Und WordPress haben wir dann so gut wie möglich verrammelt, indem wir alle Teile, die nicht unbedingt für öffentlich notwendig sind, hinter einen Apache HT Access Log gehängt haben und unbenötigte Plugins installiert, um die Angriffsfläche klein zu halten. Gut, überlaufende Logfiles, da hat uns unser eigenes Tooling erwischt. Ich denke, viele von Ihnen werden Jenkins verwenden. War auch keine kluge Idee, das auf einem Produktionssystem zu haben, um dort Deployments zu machen. Am besten hat geholfen, einfach einen größeren Server hinzustellen, dann dauert es nämlich länger, bis die Logfiles die Festplatte vollschreiben. Genau. So, und die wenigen Male, die wir offline waren, wegen unseres eigenen Codes, das war ja ein generelles Thema, was wir angehen wollten. Ein Buch, das ich sehr empfehlen kann, ist Clean Code. Ich sehe, es ist bekannt. Ich habe versucht, das ein bisschen in die Richtung umzubauen. Und so organisch gewachsenes PHP ist erstaunlich schwer für moderne IDEs zu lesen. Also zumindest das, was ich geerbt habe. Das heißt, es war ganz gut, das objektorientiert umzuschreiben, um überhaupt mit der IDE die Unterstützung zu nutzen, die dort möglich ist. Gut, also ich denke, das sind so Gemeinplätze zu Best Practices Coding. Letztendlich war dann aber doch die Einsicht da, dass es eigentlich in unserer Zeit nicht mehr sinnvoll ist, so from scratch eine Applikation zu schreiben, also ohne jedes Framework. Der Code war faktisch nicht mehr erweiterbar. Wir hatten überhaupt keine Unit-Tests und vor allem die Nutzung über mobile Geräte, die hat nicht so gut zu diesem PHP-Ansatz, in dem wir sogar die Diagramme mit PHP generieren, gepasst. Was ja immer feste Größen für die Grafiken liefert und außerdem halt auf der Serverseite läuft und dementsprechend Performance kostet. Wir haben uns dann entschieden, das Ganze neu zu implementieren und haben mal auf diese Kombination auf Frameworks getippt. Ich denke, das bekannteste PHP-Framework ist ja irgendwie Symfony, aber das war dann doch ein bisschen zu mächtig für unsere Zwecke. Deshalb haben wir einen leichtgewichtigeren Ansatz genommen. Und dieses HiCharts-Paket da unten, das ist eine JavaScript-Library für die Diagramme. Kostet Geld, aber ist auf jeden Fall sehr gut und für die Lizenzkosten kann man es auch nicht selber implementieren. Also war das so ein Mix aus selber schreiben mit Open Source Frameworks und einkaufen. Genau, ich kann da noch kein fertiges Produkt präsentieren. Q2 läuft ja auch noch. Chef sagt, wir müssen bis zum Sommer fertig sein. So, aber ich will schon mal sagen, dass es uns wirklich was hilft. Bisher war das nämlich so, jede Version von Hardware hat im Backend mit einer eigenen PHP-Datei, also über die URL codiert gesprochen. Das ist auch nicht unbedingt Best Practice im Schnittstellendesign, aber so war es halt. Also das heißt, man sieht hier die Waage der Generation 1.0, die hat mit einem Skript von 250 Zeilen gesprochen und mit jeder Version kam mehr Funktionalität, aber halt auch mehr Code. Und der wurde nicht wiederverwendet. Ja? Die sind alle irgendwie so dupliziert. Das Schöne ist, wenn man dann objektorientiert rangeht, das, was die gemeinsam haben, steckt in so einem abstrakten Controller.
Und ich implementiere nur noch die Unterschiede zwischen den beiden, was faktisch nicht viel ist. So, da hilft uns auch das Framework. Also Laravel bietet sehr viele schöne Features, zum Beispiel der OR-Mapper. Im Wesentlichen ist ja die Applikation eigentlich nur Daten speichern und irgendwann wieder auslesen. Und dann kann das Framework das viel besser als wir selbst. Es kann Model View Controller und passt wunderbar zu einem JavaScript Frontend und wir reichen eigentlich nur noch JSON hin und her. Cool. So, ich habe schon gesagt, unsere Kunden sind zum Teil professionelle Imker, zum Teil Forschungseinrichtungen, aber auch zur Hälfte Privatnutzer, die einfach Imkerei als Hobby haben und die gerne wissen, wie es ihren Bienen geht. Warum erzähle ich das? Jetzt schauen wir mal, ob jetzt das Internet geht. So. Also, na gut, vielleicht auch nicht. Sorry. Um unsere Nutzer besser zu verstehen, verwenden wir Piwik fürs Webtracking. Was man hier gesehen hätte, wäre, dass 40% unserer Seitenaufrufe von mobilen Geräten kommt. Das heißt, responsive ist irgendwie Pflicht. Und die andere Information ist, ein großer Teil der Aufrufe kommt über diese eingebetteten Reports, die wir, also die unsere Nutzer auf ihren eigenen Homepages einbetten können. Das heißt, die besuchen nicht direkt unsere Seite, sondern betreiben eine eigene Homepage. Ja, Logfiles auswerten, auch um irgendwelche Hackerangriffe zu analysieren, kann ich sehr empfehlen, der Elk-Stack. Gut, worauf sind wir stolz? Manche von unseren Features werden gnadenlos kopiert. Ich habe mir sagen lassen, kopieren ist immer eine Art von Lob. Also ich behaupte mal, dass es kopiert wurde, weil wir das schon ein Jahr länger haben als unser Lieblingswettbewerber. Ein Feature, von dem wir lange dachten, dass es unser Alleinstellungsmerkmal ist, diese SIM-Karte. Ja, wir verkaufen nicht nur ein Gerät mit einer GSM-Antenne, sondern auch noch SIM-Karten dazu. Und man sieht so ein bisschen, wie der Markt läuft. Also es wird die ganze Produktbeschreibung geklaut und auch das Pricing ist überall identisch. Also ganz spannend, ne? Ja, also wir haben dieses Logo und unser Wettbewerber hat offensichtlich dieses Logo. Ist lustigerweise auch genauso auf die SIM-Karte drauf gedruckt. Also ja, auch wenn der Markt erstmal klein aussieht, es gibt durchaus so zwei Handvoll Hersteller und naja, die Technologie ist nicht wahnsinnig teuer und auch nicht direkt Rocket Science. Dementsprechend kommt da eigentlich auch jährlich jemand neu dazu und kann eigentlich genau das Gleiche wie alle anderen. Deshalb wäre für mich so ein bisschen die Idee, vielleicht den Technologie-Stack auch auf andere Anwendungsfälle zu übertragen, weil Bienenstockwagen vielleicht für die vielen Anbieter doch ein zu kleiner Markt ist, um die Weltherrschaft zu erringen. So. Aber es macht Spaß und es ist halt eine echte Anwendung, wo jemand nachfragt, ob es funktioniert und wo es auffällt, wenn wir was nicht liefern. So, ja, noch kurz, es ist nicht völlig umsonst. Ich glaube, die wenigsten von Ihnen haben zu Hause Bienen, aber falls Sie Bienen haben, dann denken Sie mal drüber nach, ob Sie eine tolle Waage brauchen, um immer informiert zu sein, was die Bienen denn gerade so tun. Vielen Dank.